Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Wir stehen hier am Yorkshire bei Mary und zwar hat sie ja ihre Esel verloren. Ist schon eine ganze Weile her, dass wir die Quest gestartet haben. Und ja, hatte ich vor, bei Token das Kapitel 5 zu machen. Mir ist allerdings aufgefallen, dass wir für Kapitel 5 in Epona rumrennen müssen. Und wir waren bisher nur im Mondsicheldorf und ich möchte jetzt ungern dann ja, Epona halt vorwegnehmen. Deswegen machen wir das erst, wenn wir Epona soweit erkundet haben. Deswegen machen wir jetzt einfach hier bei Mary weiter. Um die Eselquest machen zu können, müsst ihr Starwilder sein, da ihr sonst nicht zum Jorvikstall kommt. Ihr müsst mit Mary an der Starshine Range gesprochen haben, da wo man immer die Tiere sammeln kann, um das, um die Pferde-XP zu bekommen. Außerdem muss die Brücke zwischen dem Nilmas Hochland und der Erdefeldprovinz fertiggestellt sein. Und natürlich müsst ihr da auch die Quest bei Edfield gemacht haben, dass ihr überhaupt Richtung Jorvikstall kommen könnt. Ja, und für manche Esel braucht man auch bestimmte Rennen, die man freigeschaltet hat. Ich habe soweit alle Rennen hier freigeschaltet, deswegen sollte das funktionieren. So, wir hören uns jetzt gerade noch einmal an, was Mary zu sagen hat. Die Esel müssen sich verlaufen haben, als wir vom Wohlfall Inn zum Jorvikstall unterwegs waren. Wir haben auf dem Weg hier einen kleinen Umweg über Grüntal, die Goldspurfarm und die Koppelinsel gemacht. Also sieh besser auch dort nach. Wenn du einen Esel gefunden hast, führ ihn zu mir. Ganz wichtig, um die Esel tatsächlich abzugeben, dass sie gezählt werden, müsst ihr sie nach dem Anklicken wieder zu Mary bringen. Ihr könnt auch mehrere Esel gleichzeitig abgeben, aber vergesst nicht, solltet ihr eine nicht stabile Internetverbindung haben oder solltet ihr öfter darunter leiden, dass einfach der Netz, das Netz kein Kontakt mehr zum Netzwerk besteht, beziehungsweise ihr vom Server gekickt werdet, bringt am besten jeden Esel einzeln weg, weil solltet ihr die Esel noch nicht weggebracht haben zu Mary, also zu hier dieser Mary, nicht zu der an der Starshine Range. Solltet ihr die Esel vor dem Lockout nicht weggebracht haben, müsst ihr die beim nächsten Login wieder neu suchen gehen. So, dann gehen wir mal jetzt direkt zum ersten Esel. Ich gehe so vor, wie mir das Star Stable Wiki es zeigt. Die Reihenfolge, die ihr benutzt könnt, kann da natürlich auch anders sein. Der erste Esel ist hier an der Fähre von der Jalaheim, hier direkt unter der Schaukelbank. Die Koordinaten sind x47 und y259. Übrigens, was ich noch vergessen habe, wir machen jetzt erstmal Kapitel 1. Kapitel 2 kommt dann später. So, der erste Esel ist dabei. Der nächste Esel ist hier auf dem Getreidefeld zwischen den beiden Goldspurfarmen. Und zwar bei den Koordinaten x73, y246. Der nächste Esel ist hier im Grüntal und zwar auf dieser Baumstammstrecke. Die Koordinaten sind x96 und y248. Hier im Wiki steht, dass man das Rennen dafür braucht. Bei Morgana tatsächlich konnte ich ihn jetzt aber auch ohne holen. Ja, er läuft hinterher. Achso, und die sind ziemlich laut und die sind halt wirklich klein. Also ihr dürft die Esel jetzt nicht mit den Eseln an der Starshine Range vergleichen. Die sind wirklich sehr klein, die Esel. Die sind leicht zu übersehen. Da ich hier gerade dran vorbeigekommen bin, das ist der Esel Nummer 8. Und zwar bei den Koordinaten 113 und y246. Ich finde den sonst gleich nicht mehr wieder, deswegen hole ich ihn jetzt schon wieder mit. Esel Nummer 4 ist hier in Grüntal neben einem Runenstein. Soweit ich mich erinnern kann, stand hier auch die Leiter, die wir für das Baumhaus gebraucht haben. Und zwar bei den Koordinaten 118 und x118 und y235. Hier hinter dem Laden in der Jovik-Stall Arena, der linke, wenn man oben aus dem Stall rauskommt, ist auch ein kleiner Esel. Bei den Koordinaten 10, 237, im Star Stable Wiki steht, sind hier die leider etwas ja, falsch angegeben. Und zwar hatten die hier wohl 5 und 6 mit den Koordinaten vertauscht. Die Koordinaten für 5 sind bei 6 und die Koordinaten bei 6, von 6 sind wahrscheinlich die Koordinaten bei 5. Nur so zur Info. Der nächste Esel, Esel Nummer 6, ist hier im Krautorpass mit den Koordinaten x117 und y247. Wie gesagt, die Koordinaten sind hier falsch beschriftet.
Die Koordinaten für Esel Nummer 6 sind bei Esel Nummer 5 zu finden und die Koordinaten für Esel Nummer 5 sind bei Esel Nummer 6 zu finden. Esel Nummer 7 ist hier oben beim verlassenen Picknick auf der Koppelinsel. Koordinaten sind X 35 und Y 269. Und er soll noch direkt einen Stern. Esel Nummer 8, hatte ich ja bereits gesagt, ist im Grüntal in der Ecke zwischen den zwei Erhebungen bei X 113 und Y 246. Also geht es jetzt weiter mit Esel Nummer 9. Guckt euch das mal an. Ist das nicht cool? Die sind allerdings so unglaublich laut. Also wenn ihr mit Kopfhörern spielt, würde ich euch wirklich empfehlen, die einzeln wegzubringen. Esel Nummer 9 ist hier unten an der Angelstelle unterhalb der Sunfield Farm. Bei den Koordinaten X 27 und Y 224. Oh Gott, die sind so laut. Hört euch das mal an. Ah, jetzt seid ihr leise, oder was? Ey. Gott. Eselchen Nummer 10 hat sich unter die Araber gemischt. Er steht nämlich hier ganz frech. Neben diesem Ding da. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß nicht, wie die Fellfarbe heißt, aber neben dem Verwaschenen auf jeden Fall. Bei den Koordinaten X 77 und Y 251. So, damit haben wir tatsächlich alle 10 Esel. Und die werden wir jetzt alle zurück zu Mary bringen. So, ich und meine kleine Meute sind auf dem Weg zu Mary. Wir sind gleich schon da. Das ist so süß, wie die Esel einem hinterherlatschen. Das ist total niedlich. Okay, Mary, wir haben deine Esel. Ah, hier stehen die jetzt. Du hast einen der entlaufenden Esel gefunden. Ja, ich habe alle 10 der entlaufenden Esel gefunden. So, die ersten 10 sind da gesammelt jetzt. Du hast tatsächlich alle weggelaufenen Esel gefunden? Na, das versüßt mir jetzt aber den Tag. 500 Schillinge. Wow. Ich danke dir vielmals. Ohne dich wäre ich verloren. Ich bin sicher, dass die Esel während ihres kurzen Abschleppers in die Ferne ausreichend frisches Gras und Blumen bekommen haben. Ich schätze, unsere Zeit hier ist um. Am besten kehren wir zur Ranch zurück. Aber zuerst muss ich mich von einigen Freunden verabschieden. Es kommt nicht oft vor, dass wir alle in der gleichen Ecke von Jorvik sind. Es ist bestimmt kein Problem, die Esel jetzt hier zu lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch einmal abhauen. Ja, da habe ich jetzt einen Questblocker reingehauen bekommen. Da geht es dann erst für mich am nächsten Tag weiter. Wann ich jetzt das zweite Kapitel hochlade, weiß ich noch gar nicht. Ich denke aber mal, dass das zweite Kapitel jetzt auch nicht so lange auf sich warten lassen wird. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut mich das. Ich hoffe, es war auch wirklich ein bisschen hilfreich, da die Esel nicht ganz so einfach zu finden sind, gerade wenn man sie einfach so sucht. Im zweiten Kapitel ist es dann tatsächlich so, dass wir für verschiedene Esel auch ein paar Sachen machen müssen, Rennen machen, Futter bringen etc., bevor die uns dann folgen. Aber das sehen wir dann alles im nächsten Part von der Eselsuche. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!